So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Death Pro. Du müsstest eben noch mal ganz kurz Musik anmachen, bis da unten in der Leiste ist mit dem Windows Media Player. Da einfach auf Play drücken, ist schon alles drin, und dann minimieren am besten oder einfach wegmachen. Jo, und dann geht's los. Hoffentlich läuft es diesmal flüssiger. Sieht im Moment schon besser aus. Ja, auf jeden Fall. Wenn solange es im 30er Bereich ist. Ja, das sieht schon mal besser aus. Sehr schön. Dann lag das am Dings. Ja, ich hatte letztens ja schon mal ein 40-minütiges Video irgendwie, wo ich nebenbei über die Liste geredet habe, während ich bei Duell versagt habe. Jetzt habe ich mir nochmal Colin und Pierre geschnappt. Hi. Hallo. Damit ich und die uns allgemein nochmal ein bisschen uns über die Liste ausreden können. Genau. Über die Liste. Erstmal das Wichtigste, die Drachenherrscher sind endlich mal ordentlich zurechtgestutzt worden. Ja, die Drachen sind ja alle limitiert. Ja, Drachenherrscher limitiert, das schöne gesegnete Schwert auf 1. Drachen sind verboten. Also sehr viel ist jetzt nicht mehr gerade von den Drachenherrschern übrig. Ja. Was irgendwie spielbar wäre. Ich persönlich finde es natürlich schade. Ich habe das Deck echt geliebt, aber es war einfach gnadenlos überpowered. Nein. Nein. Es gab viele Anti-Decks inzwischen, aber ja, es trotzdem war halt nach wie vor das stärkste Deck. An Turnierfolge hat man es deutlich gesehen. Ja. Gut, da macht es natürlich auch die Quantität, aber... Ja, das spielt natürlich auch eine große Rolle, dass es einfach alle mal gespielt haben, aber... Trotzdem war es auf jeden Fall deutlich über allen anderen Decks, das muss man sagen. Ja. So. Aber ich persönlich finde es schon hart, dass sie auch die Drachenschlucht verboten haben. Die Drachenschlucht, die war in dem E-Drachendeck ja auch sehr spielstark. Ich weiß jetzt nicht, wie sie in den Dracheneinheit gespielt werden kann. Ich sag mal so, Dracheneinheiten haben in ihrem Leben noch nie was gerissen. In Kombination mit den Drachenherrschern aber nur. Ja. Ist klar, woran das lag, würde ich sagen. Und insofern hätte ich die Drachenschlucht nicht unbedingt verboten. Naja, die nächste Liste kommt ja in ein paar Monaten. Ach, ich glaube, an den Drachenherrscher ändern sie nicht. Nee, nicht an den Drachenherrschern, aber vielleicht an der Drachenschlucht. Weil... Zähle ich einfach zu Drachenherrschern gerade mit dazu. Ja, okay, da kann man das natürlich zuzählen, aber ohne die Drachenherrscher ist die Drachenschlucht in einem E-Drachendeck auch... Genau, deswegen verstehe ich auch nicht, warum sie verboten haben. Deswegen machen sie es vielleicht in der nächsten Liste, bringen sie es vielleicht wieder in Ordnung. Aber ändern wir das Thema, Drachenherrscher sind weg und kein Thema mehr. Genau, dann sind hier noch drei Karten, die verboten wurden. Drei Feindkarten. Ja, drei... Zwei kann ich auf jeden Fall was sagen, die dritte sagt mir gerade überhaupt nichts. Tja, dann sag mal. Genau, einmal Rückkehr aus einer anderen Dimension und sechster Sinn, zu denen kann ich fast sagen. War nur eine Frage der Zeit, bis sie verboten wurden. War eigentlich ein Wunder, dass sie überhaupt erlaubt waren. Also Rückkehr aus einer anderen Dimension. Gut. Wundert mich, dass sie die auf der letzten Liste nicht gleich mit verboten haben. Bei den Drachen, haben. Ja. Da haben sie ja viele, sag mal, Auto-Win-Karten verboten. Mhm. Portal der 6, letztes Angebot und sowas. Und sechster Sinn, ja, da wollten sie wahrscheinlich einfach Geld mitmachen. Oh, ja, der Kopf und die Legendary Collection. Genau, das war, glaube ich, der einzige Grund, warum sie es drin gelassen haben. Weil die Karte ist einfach broken. Sechs Karten ziehen, wenn man Glück hat. Selbst der größte Volltrottel dürfte wissen, dass sie überfordert ist. Oh, der glänzende Elf, der wird sich selbst... Oh, die Schwuchte. Oh, er ist heftig, wie er denkt, er könnte ihn besiegen. Verbindung. Oh, Überraschung. Verloren. Ja, dann schließt das einfach mal direkt und macht direkt eines hinten dran, gar nicht erst unterbrechen. Ja. Okay. Nimmt einfach weiter auf. Da habe ich jetzt keinen Bock, das dann nochmal neu zu schneiden. Das ist dann doch einfach. Wieder so ein Lappentyp. Genau. Ja, während wir jetzt gerade warten, kannst du ja mal eben ganz kurz sagen, was du überhaupt für ein Deck spielst? Ja, ich spiele mit den Waschbären und wie ihr seht, können die halt mit der so einer guten Monster-Starthand halt mal schnell so 2.000-3.000 herausbringen. Und damit kann man halt richtig rumpissen, genauso wie der eine, den er eben angegriffen hat, der kann halt zu Boden rufen, der kriegt die Angriffe vom stärksten Monster auf dem Spielfeld. Und das Exit-Monster kann halt nicht zerstört werden, solange ein anderes Ungeheuer-Monster auf dem Feld ist. Und das ist halt echt schon ziemlich pissig. Ja. So, machen wir doch gleich mal wieder einen Top. Ist ein ganz witziges Troll-Deck. Ich selber hab's, glaube ich, noch keinmal gespielt. Ich auch nicht, ich hab's auch noch nie gesehen, außer bei dir jetzt, Pierre. Ja. Ich hab's schon auf YouTube bei zwei amerikanischen Videos. Ich hab's halt einmal gesehen und hab mir dann mal die Waschbären angeguckt und gedacht, da kann man ja bestimmt einiges draus machen.
Und hab's halt in vielen verschiedenen Versionen dann auch gespielt. Mit Han so eine Zeit lang drin, mit Level 7 dann teilweise drin, dann noch. Ja. Mit den Ungeheuern und naja, bin ja letztendlich umgestiegen auf 3 Stufe 2 und den einen Empfänger, Heino. Haben wir ja eben schon gesehen, hast ja Synchro gemacht. Joa. Joa, würde ich mal sagen. Witz. Okay. So, das waren die verbotenen Karten. Ja, im Selbstzerstörungskopf haben sie noch verboten. Genau. Ist auch einfach nur so eine Trollkarte. Was kann die überhaupt? Ich hab's immer nicht nachgeguckt. Naja, wenn du selbst, ich glaube, unter 1000 Lebenspunkte hast und der Lifepoints Unterschied 7000 beträgt oder sowas in der Art. Oder wenn du nur selbst unter 1000 hast, naja, ist ein Unentschieden. Ja, nett. Beide einfach mal Lebenspunkte. Ja, super. Also die ultimative Trollkarte und naja, darauf hatte Konami keine Lust. Ja. Verstehe ich. Macht das irgendwie jemand auf der Weltmeisterschaft oder so mit Selbstzerstörungsknopf dann einfach mal? Naja, er muss eine Runde gewinnen und dann die anderen beiden Runden darauf spielen. Ja. Also, ich meine, kann man niemand will gegen solche Decks spielen. Ja, ist einfach so. Genauso wie Burner oder Exodia oder sowas. Das macht einfach Spaß. Ja, wobei Exodia kann schon eine Herausforderung sein, wenn man gegen einen, der es gut spielt, irgendwie. Ja, hier online sehe ich nur welche, die Zahl des Asses spielen und ist das echt schon traurig. So, dann mal zu den limitierten Karten. Da ist, ja, die Drachenherrscher hatten wir ja schon erwähnt. Eine, mehr oder weniger im ersten Moment Überraschung, ist Magier des Glaubens, denke ich mal, die verboten war. Ja. Hat mich anfangs echt überrascht, dass die wieder erlaubt haben. Wenn man aber genauer drüber nachdenkt, ist sie nicht mehr so heftig. Das ist es. Ja, letztendlich auch nochmal die Normalbeschwörung, die ist ja in extrem vielen Decks überlebenswichtig, sag ich mal. Dazu Flip-Effekt, Monster kann man einfach so wegfegen, ohne dass der Effekt aktiviert wird. Und auch kaum Ziele, für die es sich lohnt. Wiedergeburt ist weg, schwerer Sturm ist weg, höchstens schwarzes Loch. Die meisten anderen Zauberkarten, die du in Decks spielst, brauchst du entweder nicht so oft oder aber du kannst sie dir wieder raussuchen. Genau, deswegen macht es eigentlich keinen. Oder es gibt andere Möglichkeiten, die wieder rauszuholen. Vielleicht Prophecy da eventuell. Ja, ist auch noch Hexer. Da könnte das vielleicht wirklich ganz gut sein. Ja, also auf jeden Fall nicht so stark wie vor ein paar Jahren, als sie die mal verboten hatten. Ja mit Raigiki und genau. Ja. Wo das Spiel auch noch langsamer war, wo er ein Monster pro Runde ausgespielt hatte. Und dann Tribut beschworen hat und so sieht man heute kaum noch. Ja, Tributbeschworen. Kennt das überhaupt noch jemand von euch? So, als nächstes steht hier Trümmerdrache auf der Liste, ja? Oh. Der Trümmerdrache war auch in den E-Drachenherrschern, zumindest habe ich ihn in jeder möglichen Variante von dem Deck gespielt. Und auch gesehen. Ja, und auch gesehen. Es ist quasi, wenn du ihn aufrufst, kannst du in den meisten Decks quasi einen Instant-Rosendrache aufrufen. Du kannst ja halt ein Monster der Stufe 3 oder niedriger aufs Feld rufen, einfach mal. Ist im Angriffsmodus. Mit 500 Angriff oder weniger. Stimmt, so rum war es. Mit 500 Angriff oder weniger. Das Monster hat zwar seinen Effekt verloren und es muss im Angriffsmodus beschworen werden, was normalerweise eigentlich eine ziemliche Lusche ist. Mag natürlich nachteilhaft sein, aber der Trümmerdrache ist letztendlich ein Empfängermonster, was ihn so heftig macht. Ja, machen wir gleich eine Synchro und dann. Ja. Und selbst wenn man kein Ziel hat, der hat nochmal 2000 Death, der Trümmerdrache, und kann im Notfall auch mal einfach als Roll gehen. Ja. Stufe 4, 2000 Verteidigung, wenn du nichts anderes hast, kann dir mal den Arsch retten. Ja, auch schon erwähnt war gesegnetes Schwert der 7 Sterne. Ja, Drachenherrscher, müssen wir glaube ich nicht näher drauf eingehen. Genau. War mächtig. War auch ziemlich blöd, ja. Genau, dann wieder eine Karte, zu der ich etwas weniger sagen kann. Göttlicher Wind aus dem Nebeltal. Es gibt da ein Deck, dazu kann Pierre, glaube ich, ganz gut was sagen. Der hatte das Deck mal gespielt. Ja, das kann man in verschiedene Weise. Man kann halt das Nebeltal-Deck spielen, spielt man in Üblichkeit mit Hanzo, holt sich halt relativ schnell den Stufe 7er von den Nebeltal-Heilungs und dann kannst du die halt immer wieder auf die Hand zurückschicken und irgendeinen Effekt oder eine Karte negieren. Und das ist halt total pissig. Ich habe es noch in einer anderen Variante, nämlich mit dem Sternstopp-Drachen-Angriffsmodus und der Harpien-Tänzerin hauptsächlich gespielt. Weil, naja, schickst du sie auf die Hand zurück, darfst halt ein Monster aus dem Deck splashen und wieder einen von der Hand splashen. Das ist sofort Stufe 4er Synchro. Und kannst dann halt den Sternstopp-Drachen rufen und mit der richtigen Hand kannst du halt auch natürlich gleich in der ersten Spielzeug den Sternstopp-Drachen-Angriffsmodus immer toll aufs Feld kriegen und so weiter. Ja, und noch eine kleine Anmerkung: Bei uns war das Deck auf jeden Fall nicht gerade beliebt. Haben wir jedenfalls kaum gesehen. Ja, das stimmt. In Japan, soweit ich weiß, war es extrem beliebt und man konnte auch ziemlich schnell OTKs damit starten. Ja, das ging richtig gut. Ja. Ja, ich würde sagen, kein Vergleich zu Drachenherrscher, aber trotzdem extrem mächtig. Ja.
kann ordentlich rumpissen. Letzter Countdown ist auch limitiert worden. Eine Zauberkarte war irgendwie gespielt. Gehört in dieselbe Kategorie wie Selbstzerstörungsknopf, Exodia und so weiter. Du spielst ihn aus und musst einfach nur 20 Runden den Gegner anpissen, dass er nichts machen kann. Was der gerade spielt, den Gegner? Chronomal. Chronomal? Hab ich auch noch ich nie gesehen. Ich hab ein paar Karten davon, aber. Ja, ich auch. Ich hab keinen Schwein. Zieh Stufe 3, Chronomaler. Weißt du, das heißt Chrononaut. Aber ich wette, wenn er hier das hier spielt, sind das alles Zauberkarten. Oder fallen und erst, naja. Ein Idiot, ja, aber. Er kommt eh nicht an Gatschi-Gatschi erstmal vorbei. Derzeit nicht. Okay. Magiebuch des Schicksals. Ich glaube, das war die neue Magiebuchkarte. Die neu kam, oder? Nee, das ist schon die ist recht ja verboten. Naja, die hat drei Effekte. So, Entschuldigung für die Unterbrechung. Test gerade war voll. Ich habe dir die falsche ausgewählt. Ich genieße. Wie eigentlich? Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Chronomal-Monster von deinem Friedhof verbannen, um ein Monster, um ein Chronomal-Monster in deinem Friedhof auf derselben Stufe wieder zu belegen. Das finde ich noch pissiger als gerade. Ja. Tschüss. Okay. Ja, sie hat ein bisschen was vom Duell verpasst, aber. Eine Runde nur, das ist nicht weiter schlimm. Ja, hat noch den zweiten Gatschi-Gatschi aufs Feld bekommen. Ja. Nein, ich möchte nichts anketten. Gut, okay. Wo waren wir stehen geblieben? Magiebuch des Schicksals. Genau. Also es hat drei Effekte. Den ersten bin ich mir nicht sicher. Der zweite, du kannst entweder Monster auf dem Feld verdecken oder in die offene Angriffsposition bringen. 1-8. 1-8, ehrlich? Oder 1-6. Ich kann das gerade echt nicht sehen, das ist so scheiße zu erkennen. 1-8. Und der? Oh. Ja, der hat auch 1-8. Aber... Nee, 1-6. Und der meine hat 1-8? Nein, deiner hat 1-6. Ah, okay, gut. Sonst hätte ich nämlich jetzt beide kaputt gemacht. Ja. Es fehlt der dritte Gatschi-Gatschi. Magiebuch, das ist Schicksal. Ja, also entweder Monster auf dem Feld verdecken oder die auf eine Angriffsposition bringen. Oder irgendeine Karte auf dem Spielfeld verbannen. Genau, der erste Effekt war ein gesettete Zauberfallenkarte auf die Hand zurückschicken. Ist dazu ein Schnellzauber und ist einfach nervig. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Genau, kann ordentlich was verbannen und man kann sowieso immer wieder aktivieren, also. Ja. Ja. Aber schon ein harter Verlust, aber okay. Zu verkraften, denke ich. Und ich habe den größten Müll gezogen, den ich jetzt ziehen kann. Oh, geil. Ich hab von denen keinen mehr im Deck. Ich hab keinen mehr im Deck. Mehr als 100. Scheiße, ey. Ich hasse es. Na, was passiert mal? Der anderen. Ja. Das war's auch mit den limitierten Karten. Und ich würde sagen, semi-limitiert machen wir dann nächstes Duell einfach weiter und. Aktivieren! Genau, schauen wir hier ein wenig zu. Genau. Tschüssi, du Spacken! Und kommt Gatschi Gatschi Nummer 3. Natürlich kommt Gatschi Gatschi Nummer 3. Ich sehe hier gerade auf der Liste, der linke Arm, das linke Bein, der rechte Arm und das rechte Bein der Exodia sind verboten. Sind limitiert. Der Verbotenen sind limitiert. Oh, Scheiße, verbotene Karten sind limitiert. Frechheit, ja, ne? Oh, das ist ja heftig, der richtig Gatschi Gatschi Power. Drei Gatschi Gatschis. So, jetzt müsste das mich aber eigentlich auch 1-6 haben. 1-6? 2000 doch. Joa, geil, das Viech ist voll mächtig. Die Rettungskatze. Nee, das ist das Aufziehkätzchen. Ja, das ist das Aufziehkätzchen. Ich sag ja, das Aufziehkätzchen. Oh, Rettungskatze wäre die wieder erlaubt. Dann wäre das nicht übertrieben geil. Oh ja. Aber ganz ehrlich, Aufziehkätzchen vor sich mit 2000 Points kommt er erstmal dann vorbei. Pass auf, demnächst komme ich mit dem Dramas an, keine Sorge. Ja. Oh, du ekligste Deck aller Machen Zeit. Machen wir vielleicht morgen. Ah, genau, vielleicht kriegt ihr morgen Dramas zu sehen. Also ja, nicht morgen, sondern irgendwann. Ja. Aber morgen nehmen wir es auf. Genau. Nein, bitte. Ich spoilere einfach, das ist wirklich das abartigste Deck aller Zeit. Oh, heftig. Das sind Neo Dramas, weißt du das nicht? Ah, stimmt. Neo Drama King sieht doch sexy aus. Ja. Ich mag meine Gatschi Gatschi Verteidigungsrolle. Wie viel Death hat jeder? 3000, nur nett. Und kann Zerstörungen fällen. Ganz schön oft. Daran vorbeizukommen ist erstmal richtig scheiße. Ja, kann ich mir vorstellen.
Konntest du gerade eine Fallenkarte aktivieren? Ja, du kannst aktivieren, sie immer aktivieren schon. Sie wird nur direkt negiert. Ah, genau. Das ist leider auch Konterfallen. Ja. Sonst hätte ich gegen den ersten ja einfach erste Warnung gemacht und dann wäre es lieber gewesen. Ja. Aber aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, er hat auch drei Fallenkarten verdeckt. Ja. Grund Spiegelkraft und so wahrscheinlich. Aus irgendeinem Grund habe ich das gleiche Gefühl. Das kann gut sein. Ich schaue in so ein Deck dann das Spiel. Nummer. Oh, der könnte nervig werden. Was kann der? Der hat irgendwas, wenn ein Monster mehr oder weniger Angriffspunkte hat als normal. Dann passiert irgendwas. Den habe ich sogar in echt. In ja, Ultimate, den habe ich sogar schon gesehen. Oh, er verliert die Rettungskatze. Nö. Du verlierst die Differenz? Ah. Und also er kriegt sie dazu. Das, was er dazu bekommen hat. Genau. Jetzt hat er mehr. Natürlich pissig, Hanna Hanna halt, ne? Oh ja. Immer diese Noob-Karten. Naja. Ey, ich will nichts sagen, aber das Deck ist voll witzig. Ja. Du betreust den mit den einfachsten Karten. Ja, hier ist oh, er ist doch so ein Trottel und greift die Rettungskarte an. Anstatt dass er ein Dings. Ja, er denkt, er wird da nicht zerstört. Moment, er greift. Den jetzt an. Was kann die Rettungskatze denn? Naja, die Rettungskatze, die Aufziehkätzchen. Ich kann einmal, solange sie auf dem Spielfeld ist, irgendeine Karte Monster auf die Hand zurückschicken. Ja, okay, das erklärt. Wobei muss auf die Hand? Auf die Hand. Na, wäre der Chronomale. Ins extra Deck, ne? Ja. Genau. Deswegen hat er das Kätzchen wahrscheinlich zerstört. Ich habe den Effekt schon aktiviert. Gut möglich. Ach so. Ach. Geht nur einmal. Das geht nur einmal. Aber vielleicht wusste er das nicht. Ach so. Sonst wäre sie auch limitiert, wenn sie das jeden Spiel zu könnte. Ja, Mann. Nee, limitiert nicht unbedingt. Naja, im Aufzudeck wäre sie ziemlich pissig. Wenn du ein reines Aufzudeck spielst. Ach, da gibt's schlimmere Karten. Ja, aber ganz ehrlich, jede Runde eine Karte auf die Hand. 4-8 hat der erst. Ja, so, dann machen wir es gleich weg. Hanane ist einfach zu mächtig. Frage ist, welchen greift er jetzt an? Ich hoffe ganz ehrlich, dass er erst ihn dann fallen. Ja. Und selbst wenn Ui mal eine Gachi-Gachi, er kann ein Gachi-Gachi angreifen, haben alle noch zwei Abverteilungen. Geil. Ja. Der braucht nur 9 Runden, um alle drei loszuwerden. Ja. Vielleicht weniger. Wenn die hat er aber nicht, weil ich das Viech gleich... Das hat 5 Sterne, ne? Ja. Die haben noch 4. Rang 5. Rang 5. Mö. Den zweiten kann er sich auch nicht holen. Und glaube ich, dass ihn überhaupt mal jemand spielt. Naja, in diesem Moment war es sogar relativ gut. Ich meine, man kann ihn ja eigentlich gar keinen Depp wirklich rausbringen. Ja. Jedenfalls kenne ich keinen. Naja, oh, der Gagaga-Cowboy. Jetzt will er einen Gachi-Gachi angreifen und... Ach ne, im Verteidigung hat er nachher. Solange wir halt 800 Schaden machen. Pass auf, er burnt dich noch weg. Oh, er greift ihn tatsächlich. Er tut es! Ah. Ja, wir rechnen schon mit Hanne Hanne. Ja, ist echt so. Nö. Witzig. Hanne Hanne hat sein Job getan. Das sind jetzt echt klasse. Früher habe ich Hanne Hanne in jedem Deck gespielt. Nö. Oh, der auch noch geil. Das ist witzig. Oh, das ist eine meiner absoluten Lieblingskarten. Ja, oh, noch ein 2000er Mods. Da hatten wir leider 2-4. Ich hab noch das Horn von Dumm ungeheuer vielleicht. Oder auch nicht. Du hättest das eh nicht aktivieren können. Stimmt, da war aber. Ja, stimmt, er musste eine Karte finden. Das sind wahrscheinlich alles drei mystische Raumkarten. Ist schon krass. Eigentlich auch egal, wenn er ihm nicht vorbeikommt. Er macht dir nochmal 800 Schaden, pass auf. Ja. Ich hab da solche Angst. Er ist ein Cowboy. Oh ja. Ganz ehrlich, ich kann mir gleich noch. Ja, er ist gleich weg. Diese komische Kuhjunge. Heißt der so? Ah, das ist ein Cowboy. Ah, ach so, Mal. Ja. Nee, ich dachte, sein Name wäre Kuhjunge. Nee. Aber der Cowboy ist auf jeden Fall nächste Runde weg. Gibt's irgendwelche Kuhkarten? Ja, ich glaube ja. Ich kenne keine. Sonst würde ich mein Kuhdeck bauen und nicht Kuhboy nennen. Da musste aber auch der Cowboy rein. Na klar, er ist die Top-Karte. Er ist der Junge der Kühe. Er ist das Kind von den Kühen. Sie haben ihn zur Welt gebracht. Scheiße. Wer weiß, mit wem die Kühe es gemacht haben. Oder wer es mit den Kühen gemacht hat. Jetzt holt er sich noch einen zweiten.
Soll ich ihn von den Refikern erzählen? Nein. Zweiten, das wäre ein bisschen nervig. Weil er muss noch auf... Nee, das wäre gar nicht nervig. Er kann ihn eh nur einmal zerstören. Er kann ihn einmal zerstören? Er hat doch 2000 gebotene Lanze oder sowas wieder. Wahrscheinlich. Oder aufrichtig. Oder aufrichtig. Du bist weg, Pierre. Ja. Bist du... Heftig, was du Glück gehabt, ey. Ja. Heftig, was du Glück gehabt. Boy. Ach, nicht alles aufs Glück schieben. Ganz ehrlich, aufrichtig auf die Hand, auf der Hand ist schon Glück. Irgendwann muss man das ziehen. Ja. Er war schon runter auf 20, naja. Ja, machst noch eines, oder? Egal. Oder mach mal noch eines, dann sind wir mit der Liste durch. Kannst auch, wenn du willst, ein anderes nehmen oder so. Nein, ich mag die Waschbären. Okay. Sie sind waschbärig. Das ist ein schönes Laufwerk. Waschen ja. Sie Bären? Sie sind selbst Waschbären. Ach du Scheiße. Sie sind Bären und sie waschen sich, also Waschbären. Das macht voll Sinn. Natürlich macht das Sinn. Mein Kopf ich hab das ja auch gesagt. Sie ja, für Steffen ist es zu kompliziert, er versteht das einfach nicht. Ja, Steffen hat das bestimmt auch voll nicht verstanden mit dem Hoffnung sterben und so, ne? Ja. Das ist so ja die Geschichte. Die Geschichte. Das war auch ich so. Bin tot. Ja, Colin ist tot, weil die Hoffnung ist gestorben. Da die Hoffnung zuletzt stirbt, muss Colin schon tot. Dann bist du aber auch tot. Das ist absolute Logik. Dann sind wir alle tot, warum machen wir das überhaupt noch? Also meine Hoffnung ist noch nicht gestorben. So! Semi-limitierte Karten und nicht länger auf der Liste Karten. Okay. Dingster Bumster, was haben wir da? Der Chaos-Hexer ist jetzt semi-limitiert. Ja, ist nett für Chaos-Decks. Aktuell liebe ich die Chaos-Drachen. Habe ich mir mal wieder so ein Deck zusammengebastelt. Eine etwas andere Version, die ziemlich stark auf Finsternis auch aufbaut, mit Malicious, solchen verbreitenden Zombie und sowas. Ist ganz lustig, ich freue mich. Und überpowered ist er jetzt auf jeden Fall auch nicht. Nee. Es gab ja auch das Gerücht, dass der Blaster Soldier verboten wird, da ja eine neuere Version rauskam. Da ist jetzt irgendwie auch nichts. Ist der überhaupt schon draußen, der neue? Ja, das schon lange. Kann sein, dass er bei uns im nächsten Set rauskommt, weiß ich jetzt nicht. Das Artwork finde ich genial. Ja, das ist echt geil gelungen. Und so schlecht finde ich ihn jetzt auch nicht. Also ich meine, ein Ersatz ist es nicht für den Black Luster natürlich. Aber ich meine, er hat auch 3000 Angriff und kannst ihn auch noch mit reinpacken und... Er hat aber schwerer aufzurufen. Und der Effekt ist auch nicht so mächtig. Mächtiger Heim. Aber ist ganz nett. Er kann halt noch auf die Hand von der gegnerischen Handkarten abwerfen. Das ist ja auch so ein einer Effekt, wenn du irgendwie alle Felder von der Kreuzzeit entfernst. Einmal kann er den Effekt vom Black Luster haben und einmal halt irgendwie von der Handkarten verdeckt verbannen. Ja, also wenn er rauskommt, kann ich ihn ja mal austesten, aber ich glaube nicht, dass er mich so sehr überzeugen wird. Mist gebaut? Ich hab mich verklickt. Ich bin daneben. Oh Mann, bin ich behindert, ey. Ja, und Spielfehler auch noch gemacht, also. Oh nee, so. Jetzt hab ich den falschen Waschbären. Witzig. Die Waschbären. Ey, geil, wie cool, trotzdem gleich entdecken. Okay, Einzelfeuerblüte. Ja, die hab ich immer ganz gerne. Ich hatte schon ein Schwarzer Gartendeck, hab ich immer noch, mehr oder weniger. Einzelfeuerblüte hatte ich nie auch. Nie wieder Schwarzer Garten. Ich hab Albträume. Einzelfeuerblüte hab ich auch in Dragonclan gespielt. Ist eigentlich eine recht geile Karte. Kannst halt ein Pflanzenmonster opfern und ein Pflanzenmonster aus dem Deck Spezialbeschwören. Oder ein Pflanzenmonster als Tribut anbieten, dann eine Spezialbeschwören. Ist sie jetzt semi-limitiert? Ja, die ist jetzt semi-limitiert. In Schwarzer Garten konntest du dir direkt die ganz dicke Tante da holen. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Titanial oder so. Keine Ahnung, wie du meinst. In Schwarzer Garten wurde die gespielt. Doch, das ist die, wo du ein Monster weghaust und eine Karte annullierst. Genau, deswegen ist sie in Schwarzer Garten auch so witzig. Konntest halt einfach eins auf Feuerblüte spielen, opfern, hattest ein 2-7er Monster auf dem Feld. Und allgemein kommt demnächst auch ein guter Pflanzensupport. Oh, okay. Naja, aber sie wollen Plant wieder stärken. Mal schauen, was daraus wird. Habe ich nichts gegen, probiere ich vielleicht mal aus. War früher anscheinend ziemlich überpowered, als wir dich gespielt hatten. So eine Zeit lang alles dominiert haben. Echt? Nicht schlecht. War irgendwie so eine Mischung aus Pflanzen, noch mit einem finsteren bewaffneten Drachen und... Ja, der war auf 3 damals. Ja, okay. Okay, der Typ ist ein Trottel. Also war mächtig anscheinend. Kann ich auch nicht viel zu sagen, weil ich in dem Metagame nicht aktiv war. Ja. War keiner von uns. Der ist ein richtiger Trottel. Einzelfeuerblüte hat halt auch den Nachteil, ist nicht wirklich stark, hat keine guten Werte.
Und musst halt auch wieder deine Normalbeschwörung aufbringen. Sind keine großen Nachteile. Nein, keine großen. Sie sind nur Nachteile. Und sofort ein dickes Pflanzenmonster. Sind ja auch keine großen Nachteile, aber es sind halt Nachteile. Wieso nicht? Was ist? Er hat den Effekt von niederträchtiger Drachen gegeben, ohne eine Feldzauberkarte zu haben. Vielleicht wollte er ihn im Friedhof haben. Warum will man den im Friedhof haben? Was weiß ich. Er hat nichts damit angefangen, also solltest du ja nicht so viel dabei denken. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Wir werden es beobachten. Erstmal weg. Jetzt allerdings erstmal zu den Karten, die nicht länger auf der Liste sind. Ach, mehr wurde nicht semi-limitiert? Nee, das war die Meinung, da war noch irgendwas. Ah, nee, ziemlich viel ist runtergekommen. Das war's. Genau, ziemlich viel ist nicht länger auf der Liste. Du kannst gleich mal mit Mitsuki und solchen verbreitender Zombie anfangen. Ja, es ist Zombie-Zeit. Naja, Zombies. Auf der letzten Liste haben sie die beiden auf 2 gesetzt. Vorher waren sie limitiert. Die Zombies haben da nichts gerissen. Jetzt sind sie auf 3 gesetzt und werden wahrscheinlich immer noch nicht so viel reißen. Aber sie sind auf jeden Fall lustig, weil die, keine Ahnung, gefühlte 100 Karten haben und wie was aus dem Friedhof wiederholen können. Ja, das ist echt heftig bei den Zombies halt. Genau, sie kommen immer wieder. Na, mit den Vampiren ganz lustig. Die habe ich jetzt eine Zeit lang gespielt. Vor einiger Zeit jedenfalls. Ja. Das Deck ist ganz lustig. Ja. Und der Vampirlord kam mal wieder zum Einsatz. Ja, da habe ich glaube ich auch noch einen Ultra Rare irgendwo rumliegen. Gut, Fremdenführerin aus der Unterwelt ist nicht länger auf der Liste. Ist tatsächlich auf 3 hoch. Das Problem ist halt, im Normalfall spielt man sie nur 2-mal, weil es nicht viele gute Stufe 3 Unterweltler-Monster gibt, die man rufen kann, außer In Dark World. Dark World ist ganz gut, da gibt's einige. Und dann kann man spielen Nächtliche Angreifer oder Dark Mimic Level 3. Genau, eben solche Karten, die nebenbei noch was bringen. Jetzt aber typisch spielt irgendeinen, der ihn angreift. Aber es ist halt definitiv nicht überpowered. Ne. Rang 3 Exis, da gibt's Levia Ia und Zen Mines. Ja, das sind eigentlich wirklich so die. Und Zen Mines spiele ich auch nicht allgemein so gerne. Einzig guten, ja. Ja, Levia Ia spiele ich schon ziemlich gerne in vielen Decks, aber. Ja, ist auch definitiv nicht überpowered. Ja. Was haben wir hier noch? Der TG-Schläger. Der konnte auch irgendwie einiges. Ich habe hier sogar irgendwo einen. TG-Schläger? Also die TGs, die haben alle als Effekt, wenn sie zerstört werden, kommen ein neuer auf die Hand. Was der Schläger jetzt noch kann. Der war semi-limitiert, oder? Ja. Der TG-Schläger war. Wenn du ihn rufst, darfst du einen Special aus der Hand, ein TG-Monster. Ach so. Ja, war vielleicht ganz nett. War der nicht sogar Empfänger? Er war auch Empfänger, ja. Ja. Der war halt ganz witzig, wenn du den Kriegswolf dann noch auf der Hand hattest, hast du einen gespecialt, durftest automatisch die anderen beiden noch special. Und hattest dann mal eben schnell Rang 11 Synchro. Die du so holen konntest. Ja. Stufe 11 Synchros. Ja. Was gibt's da großartig aus Sternfresser? Ja, deswegen. Sternfresser war ja schon ganz witzig. Ja, damals muss es noch einen anderen Grund gegeben haben, als sie ihn semi-limitiert haben. Ja. Vielleicht war TG damals ein mächtiges Thema. Naja, TG war halt mit allem kombinierbar. Ja. Ja, vielleicht war es das. Das kannst du halt wirklich machen. So, als nächstes haben wir eine limitierte Karte, die direkt runter ist von der Liste. Sternzeichen Kontra Ptolemy M7. Stufe 6, glaube ich. Ne, Rang 6. Exit-Monster. Genau. Konnte einfach eine Karte zerstören, materialabhängige Karte zerstören. Nee. Kannst ein Monster aus dem Friedhof oder vom Feld auf die Hand des Besitzers zurückgeben. Ah, sogar auf die Hand zurückgeben. Kannst entweder eine gegnerische Karte vom Feld auf die Hand zurückgeben. Vom Friedhof auf die gegnerische Hand, das ist meistens nicht so sinnvoll. Es sei denn, er will gerade die irgendwie aufs Feld rufen oder so und du haust sie ihm weg. Geh nur in deinem Zug. Ah, okay, dann ist natürlich. Vielleicht ruft er gejagt. Ja, und du kannst dir eben selber die Monster aus dem Friedhof wiederholen. Ja. Soweit ich weiß, war der Hauptgrund, den auf einzusetzen, ein Deck, das ich jetzt auch getestet hatte. Gishki Hiratek ist das. Oh ja. Du bist schon aus Gishki und dem priesterlichen Drachen. Ja, man kann dem Gegner da mit 3 M7s gerne mal im ersten Zug Fernkarten abnehmen. Ja. Und das ist wirklich nicht lustig, wenn man mit 2 Handkarten das Duell anfängt. Ja. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum sie wieder auf 3 gesetzt haben, aber naja. Ja, er hat halt noch den Vorteil, dass man ein Stufe 5 Sternzeichenkundler-Monster als Material verwenden kann. Und dessen Material. Also man kann zum ein Sternzeichen. Oh, einen habe ich hier noch gar nicht drin. Gut, genau, ein Sternzeichen kann man es gut verwenden. Wenn man Pleiades aufgebraucht hat, einfach ihn rüberlegen, dann kann man im nächsten Zug nochmal seinen Effekt nutzen. Genau. Konnte man auch nochmal was machen. Ist ganz lustig. Ja, Erzherrscher
Christian die Agent-Zahnverstärkung bekommen. Es. Also diese Sendboten. Ich wusste, dass er aufrichtig hat. Scheiße, ey, schon zum zweiten Mal. Naja, egal, das ist nicht so tragisch. Ja, aufrichtig kann man auch bei Sendboten spielen. Jetzt ist er wenigstens auf sein aufrichtig wenigstens. Sendboten. Naja, die Christa, die ist eben ziemlich nervig. Du brauchst exakt 4 Feen im Friedhof, um sie zu spielen. Das ist der Nachteil. Allerdings, wenn sie auf dem Feld ist, kann kein Spieler mehr Spezialbeschwörung durchführen. Ja, okay, nett. Nein, in letzter Zeit habe ich ziemlich viele von den Decks gesehen. Und es hat mich ziemlich aufgeregt, sag ich mal so. Das ist extrem gegen Meta. Genau, vor allem weil man... Und hat wahrscheinlich auch noch ganz gute Werte. Ich glaube 2,6 oder 2,8 andere. Ja, musst erstmal ein Monster irgendwie aufs Feld kriegen ohne Spezialbeschwörung, dann was mehr hat. Oder sie durch irgendwelche Zauber und Feinde zerstören. Okay, dazu kommt dann aber noch... Es gibt noch ein paar Leute, die spielen dann auch noch dazu dann so einen Herold der Vollkommenheit. Die treffen eine Fee abwerfen und dann irgendeine Karte annullieren. Okay, wir 700, haben einen behinderten Gegner. 700 Schaden hast genommen, 1000 Feder dazu bekommen und 2 Monster aufs Feld. Ich habe 300 Lebenspunkte plus gemacht und 2 Monster bekommen. Bitte, oh Mann. Naja, irgendwann muss er die besiegen. Ja, irgendwann muss er es machen. Ich hätte auch angegriffen. Ja, stimmt. Gachi Gachi hat 2-2, ne? Ja, den kann er nicht zerstören. Und jetzt kommt noch ein zweiter? Oder der andere? Mit den Dings. Ja, auf jeden Fall, Christa ist mächtig, aber. Naja, die Agents werden jetzt deswegen auch nicht so viel reißen. Ja. So, eine Karte steht noch auf der Liste. Feuerformation Tanky. Auf der letzten Liste auf 2, jetzt wieder auf 3. Hin und her. Also es hat Feuerfaust jetzt nicht so sehr geschadet, dass sie auf 2 runter war, glaube ich. Ja, ich meine, es geht mir so wie vielen anderen auch. Viele dachten eher, dass sie auf 1 runter geht. Weil es einfach eine Allzweck-Superkarte ist, irgendein Ungeheuerkrieger suchen. Ja, das ist schon richtig ziemlich. Ich meine gerade, bei Feuerfaust, wenn du jetzt dreimal spielen kannst, du bist ja kein Feuerfaust-Monster, du kriegst ja nie eine leere Hand dann mehr. Ja, Feuerfaust freut sich, Bujin wollen sie wahrscheinlich verstärken. Ja. Aber trotzdem, ich meine, sowas wie Verstärkung für die Armee ist genauso, das haben sie auf 1 gesetzt. Tanky kann genauso viel raussuchen, deswegen. Und Tanky kannst noch vielseitiger nutzen, indem du sie noch abschießt mit Bär oder ja, genau. Oder. Deswegen habe ich keine Ahnung, warum sie die auf 3 setzen. Vielleicht waren Trottel und Konami, die sagten auf 1 oder setzen, dass sie ihn auf 3 geklickt oder so. Ja, das vielleicht kann das eine Erklärung. Wer weiß. Aber egal, das soll mich jetzt nicht stören. Ja. Insgesamt bin ich mit der Liste zufrieden. Ich kann mich nicht beschweren. Das Wichtigste ist die Drachenherrscher. Gutes Timing. Ist vorbei. Perfektes Timing. Bleibt da noch ein bisschen drin, können die sich das noch kurz angucken. Ich habe auch nichts bei der Liste zu bemängeln. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass schwerer Sturm wieder auf 1 kommt. Weil das jetzt doch wirklich nervig ist, wenn der Gegner von Fallen Cut nach Hause. Ja, stimmt. Also schwerer Sturm ist auf jeden Fall sehr mächtig, aber das geht auch einfach nicht, dass man mal eben mal seine 4-5 Fallenkarten sofort ausspielen kann. Ja, ich meine, was kannst du bei Evil Swarm? Evil Swarm, ja. Einfach, da spielst du Ophion aus, 5 Karten verdeckt. Ophion wirst du nicht los mit den Karten, die du verdeckt hast im Normalfall. Ja, genau. Es ist einfach... Schwerer Sturm wäre das anders. Also das hätte ich schon gerne wieder. Wiedergeburt braucht man nicht unbedingt wirklich in dem derzeitigen Format. Ja, würde sowieso alle Decks stärken, also. Ja, wäre dann allgemein wieder. Ich denke mal, bei der nächsten Liste werden sie sich den Japanern wieder ein bisschen annähern. Keine Ahnung, ob sie sich auf der aktuellen Liste auch mit Japan uns annähern und auch ziemlich viel verbieten. Naja, in Japan weiß ich gar nicht, sind auf der OCG-Liste die Drachen auch verboten? Ich glaube, die OCG-Liste kommt jetzt auch raus. Oder ja, die kommt ja jetzt demnächst erst, oder? Ich glaube, die ist noch gar nicht raus. Ich weiß nicht genau, wann die rauskommt. Ich habe keine Ahnung, wie es im OCG aussieht. Wenn die Drachen dann nämlich noch erlaubt sind, dann Kann ich mir nicht vorstellen. Trishula ist erlaubt. Genau, sie haben Trishula. Okay, sie brauchen die Drachen nicht, sie haben Trishula. Ich mache einfach mal Werbung. Kennt ihr das Video, wo jemand mit Trishula im ersten Zug die gesamte Hand vom Gegner plättet und 2 Schulen Quasar-Dragons rausbringt? Ein witziges Ding, dann wisst ihr, warum der Trishula verboten ist. Naja, das soll es dazu gewesen sein, zu der Liste. Ich weiß nicht, ich kann ja gleich mal gucken, wie viel Speicher wir noch frei haben, dann können vielleicht von dem noch einfach irgendein Gadgets zum Beispiel nochmal. Gadgets, mal schauen. Nochmal.
Könnt ihr ja gleich mal gucken. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.